Heute möchte ich Ihnen 5 Tipps geben, wenn Sie mit dem Aktienanlegen beginnen. Aktienanlegen ist nämlich viel einfacher, als man denkt. Und mit diesen 5 Tipps stellen Sie sicher, dass Sie nicht im Regen stehen, wie ich jetzt. Ich vergleiche das Aktienanlegen gerne mit dem Gang auf den Markt. Einen solchen Markt sehen Sie gerade hinter mir. Ich bin der Meinung, Aktienanlegen ist einfacher als Früchte und Gemüse auf dem Markt kaufen. Warum ist das so? Nun, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Angenommen, Sie möchten Äpfel kaufen. Dann gibt es auf diesem Markt nicht nur Dutzende von Sorten von Äpfeln, sondern es gibt gleich auch mehrere Stände, die diese Äpfel verkaufen. Und jeder Stand hat dann noch einen anderen Preis. Wenn Sie jetzt Aktien kaufen und Sie wollen die Aktie Apple kaufen, da gibt es nur eine Aktie und die hat immer den gleichen Preis, egal wo Sie diese Aktie kaufen. Sie müssen natürlich wissen, was Sie kaufen und Sie müssen wissen, wo die Märkte sind für Aktien. Und Sie müssen dann auch noch wissen, was Sie mit dieser Aktie tun. Sie können sie nämlich nicht einfach wie Ihre Äpfel in den Kühlschrank legen. Aber das ist alles machbar und deutlich einfacher, als man denkt. Was sind also Aktien? Manche Menschen denken, Aktien sind wie ein Lotterieticket. Das ist aber nicht der Fall. Aktien sind Anteile an Unternehmen. Ja, ihnen gehört ein kleiner Anteil an einem großen Unternehmen. Und damit haben sie ein Recht auf den Gewinn dieses Unternehmens. Aus diesem Grund sind Aktienanlagen sehr gute, langfristige Instrumente, um zu sparen. Nun müssen Sie wissen, wo Sie diese Aktien kaufen können. Aktien kauft man auf Aktienmärkten, Börsen, Aktienbörsen. Nun spielt es keine Rolle, auf welcher Aktienbörse Sie Ihre Aktien kaufen. Es ist ein bisschen wie bei eBay. Sobald Sie die Aktie gekauft haben, gehört sie Ihnen und die Börse spielt keine Rolle mehr. Sie können also ruhig diejenige Börse auswählen, die am günstigsten ist. Dann muss die Aktie irgendwo hin. Dafür gibt es Depotbanken. Die Depotbanken behalten ihre Aktien auf und administrieren diese. Sie holen also die Dividenden rein und legen das Geld auf ihr Bankkonto. Das ist wichtig. Nun, da Sie das Wichtigste wissen, müssen Sie einen Plan haben. Sie müssen wissen, was Sie in Ihrem Leben einnehmen, was Sie ausgeben und wie viel Sie am Schluss für Ihren Ruhestand brauchen. Sie müssen also Ihre Anlagen planen. Und dabei ist etwas ganz wichtig. Ich habe dafür ein Sprichwort. Langsam rein, langsam raus, so sieht sicheres Investieren aus. Und warum ist das so? Nun, wenn die Börsen fallen und Sie gehen langsam rein, haben Sie immer noch Geld, etwas zu kaufen, wenn die Preise günstig sind. Und wenn die Aktienpreise steigen, dann haben Sie schon investiert und bereits einen Profit gemacht. Das tönt jetzt alles etwas ernst, nicht wahr? Das muss es aber nicht sein. Nehmen Sie es leicht. Schauen Sie es an wie ein Spiel. Lernen Sie zu spielen und spielen Sie, um zu lernen. Wie ist das möglich? Etwas ist ganz, ganz wichtig dabei. Beginnen Sie mit kleinen Beträgen. Und dann, selbst wenn Sie einen großen Anteil eines kleinen Betrags verlieren, ist das kein Problem. Wenn Sie dann irgendwann mal hinfallen, wie das beim Spielen halt passiert, stehen Sie wieder auf. Das Wichtige ist, dass Sie dabei bleiben. Denn je mehr Sie jetzt lernen, desto mehr profitieren Sie später. Ja, es ist ein Spiel, aber es ist kein Glücksspiel. Verwenden Sie das Aktieninvestieren nicht als Glücksspiel. Wie finden Sie heraus, ob etwas ein Glücksspiel ist? Ein Indikator ist, dass Sie es nicht verstehen. Warentermingeschäfte, Währungen, Optionen. Kaum jemand, nicht einmal die Profis, verstehen diese Instrumente wirklich. Das ist alles Glücksspiel. Machen Sie es nicht. Ein anderer Indikator für Glücksspiel ist Ihre persönliche Aufregung.
Wenn Sie aufgeregt werden über etwas, ist das ein guter Indikator, dass Sie im Glücksspielmodus angelangt sind. Das beinhaltet auch das schnelle Rein- und Rausgehen aus der Börse. Machen Sie das nicht. Wenn Sie also mit dem Anlegen beginnen, müssen Sie zuerst das Basiswissen aufbauen. Sie müssen wissen, was eine Aktie ist, was ein Aktienmarkt ist und wo Sie die Aktie verwalten können. Dann müssen Sie planen. Planen Sie Ihr Leben, Ihre Einnahmen, Ihre Ausgaben und damit Ihre Anlagen. Ab diesem Zeitpunkt beginnt das Spiel. Schauen Sie das Aktienanlegen an wie das Spielen auf dem Spielplatz. Sie spielen, um zu lernen. Lernen Sie also zu spielen. Wichtig dabei, wenn Sie hinfallen, stehen Sie wieder auf. Bleiben Sie im Spiel. Und ganz wichtig, das Aktienanlegen ist kein Glücksspiel. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihren eigenen Anlagen.